Einen wunderschönen guten Abend. Beim Wetter knappe 30 Grad, heute im Weinviertel und in Teilen Kärntens. Und morgen wird es ein klein wenig weniger werden von den Temperaturen her. Schauen wir uns die Großwetterlage an. Heute ein kleines Zwischenhoch, das uns die Wetterberuhigung gebracht hat. Und jetzt in den Nachtstunden überquert uns eine schwache Front. Wie das im Detail ausschaut, zeigt uns gleich die Nachtkarte. Vor allem vom Unterinntal über Salzburg bis ins Mostviertel hinein muss man immer wieder mit Regenschauern rechnen, die allerdings nicht sehr ergiebig sein werden. Im Süden sollte es sternenklar sein. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 17 Grad. Das Wetter morgen dann am Vormittag kann es vor allem noch entlang der Alpen-Nordseite ein paar Regentropfen geben. Aber ab Mittag sollte es dann Schluss sein. Am Nachmittag dann vereinzelt im Süden der eine oder andere kurze gewittrige Schauer. Sonst ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Tageshöchstwerte morgen etwas gedämpfter als heute. Es warten 23 bis maximal 27 Grad auf uns. Von der langfristigen Entwicklung her kommt eigentlich angenehm temperiertes Sommerwetter auf uns zu. Am Wochenende könnte es vereinzelt wieder den einen oder anderen 30er geben. Aber das war's dann auch schon. Hitzewelle vorerst keine in Sicht. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Abend.